Ausblick auf Februar 2009. Wir haben zwei Sommersaisons geplant für die Bauarbeiten. Die beginnen also jetzt im Dezember dieses Jahr. Und dafür müssen etwa 3600 Tonnen Fracht mit dem Schiff in die Antarktis transportiert werden, am Extreme Shelf als entladen und über 21 Kilometer zu diesem Bauplatz Richtung Süden transportiert werden. Das Personal, etwa 50 bis 55 Ingenieure und Techniker und auch AWI-Ingenieure und Wissenschaftler, werden mit dem Flugzeug den Weg in die Antarktis nehmen, um dann an diesen Bauarbeiten sich zu beteiligen. Die Farbgebung der Neumayer-Station übrigens folgt den der deutschen Forschungsschiffe. Die Neumayer-Station hat Kurs 394 Grad Nord und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 157 Metern pro Jahr in diese Richtung und wird während ihrer Lebenszeit etwa 4,5 Kilometer zurücklegen auf dem Extreme Shelf Eis. Hier mal der Hebevorgang, wie der in etwa aussehen soll. Es werden also diese hydraulischen Stützen angehoben. Der gesamte Boden der Garage wird mit Schnee verfüllt. Und wenn das geschehen ist und unter alle diese Stützen die entsprechenden Mengen von Schnee gebracht wurden, wird die Station als Ganzes, also dieses 2300 Tonnen schwere Bauwerk, um etwa 80 cm bis 1 Meter angehoben, um die jährlich anfallende Schneeakkumulation zu kompensieren. Die Station selbst hatte ich ja schon über die Grundrisse gezeigt. Hier ein Blick in einen der Flure. In den zweigeschossigen Hülle auf der Plattform befinden sich alle wissenschaftlichen und technischen Einrichtungen. Und in dem Teil, der in den Schnee hineingesenkt wird, wird eine Garage eingerichtet. Das Ganze ist 29 Meter hoch. Davon 8,20 Meter befinden sich unterhalb der Schneeoberfläche über ein Treppenhaus und sogar einen Lift. Und oben auf dem Dach ist die Ballonaufstiegshalle integriert in das gesamte Gebäude.